Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder in den heutigen Item Shop rein. Gucken wir erstmal hier wieder, ist nach wie vor Mythic Bobby in Mamas Altmodische Hier haben wir die Oktoberfest Tirebox noch für 5 Tage mit Oktoberfest Hermes, Bierfestival Hermes Konrad, LARP Bartenders Not Vodka Bier und Bill Daughtry plus diesen ganzen Kombos hier. Wen es interessiert, guckt noch mal ins Video rein. Habe ich alles im Detail genauer erklärt. Mythic Bobby Pack. Ist natürlich auch interessant mit Herumtorkeln, Thunder Cocktails, Wodka, Bier und Francine Smith. Herumtorkeln, Thunder Cocktails, Bobby. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man den bekommt. Sind gut. Wodka, Bier, Francine Smith kann man sich sparen. So, ja, da sind wir dann auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und hier heute knallt's ganz gewaltig. Mein lieber Scholli, hier hauen sie Kombos heute raus. Hier rockt der Peter heute, rockt der Peter. So, also wir gucken mal. Wir haben zum Beispiel hier. Da habe ich jetzt irgendwie was Falsches gerade drin. Moment, jetzt muss ich wieder gucken. So, hier. Ja, das sieht verdammt gut aus. So, da ist ja der Brian mit New Brian, Cuddles, Goggles Cat, Bucks Stud, Spirit, Mr. Business, Queen of Cats Terrors, Knife Wielding Seal, Irek Lobster, Sacrificial, Robot Goat, Bandit. Ja, und auf der rechten Seite kommt da natürlich was schon ziemlich Krankes raus. Wir gehen mal runter in die Mythic-Version. Da hast du dann hier plötzlich 16-fach berauscht, 20 Punch, 22 Angriff. Und da kann sich jeder denken, was da passiert, wenn so eine Combo erstmal gespielt wird. Da geht die Luzi ab hier. Da knallt's gewaltig. Ja. Also das Ding hier ist mega, mega, mega OP. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass einige Pay-to-Win-Spieler jetzt ihre Gems zücken und da reinpayen, weil Wild Brian ist ein Monster, eine mega starke Animal-Combo. So, dann haben wir hier die Drunk Amy am Start. Gucken wir uns jetzt auch mal an. Drunk Amy ist das da mit einer Amy. Wer hätte das gedacht? Und Alkoholkarten, wer hätte auch das gedacht? So, also, einmal Amy. Komm, da können wir gleich hier maxen, weil wir gehen dann runter zu Dr. Amy Wong. Schau mal, wie es da aussieht mit Powertucket Patriot Ale. Hast du 24-fach Lähmen und 17-fach Gas, 22 Angriff. Ja, mit Absinth. Dann geht es hier noch mit Welcome Mojitos. Aber ich würde keine 500 Gems für ausgeben. Auf keinen Fall. So, jetzt kommen wir hier zu einer Combo, die ist absoluter Oberknaller. Ricky. Das Ding hat es halt mega in sich. Schauen wir uns mal an. Ein Roger mit hier mit Waffenkarten. Das ist mit Purity Dads, Finger Gun Gale mit Frot Bro Boy Terrorist, die kenne ich noch gar nicht. Mobile Oppression, Blah, Heat Packing Priest, Antichrist, Deers with Guns, Doomsday Device, Cat Launcher, Cat Guards und Cats with Gun. Und wenn ihr darüber schaut. Ja, das ist ein Träumchen. Da hast du halt Gas, du hast Revanche und du hast Blutsauger und hast noch relativ viel Angriff.
Also hier diese Karte, diese Combo ist richtig effektiv und sehr, 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 sehr geil. Ja. Und vor allem, du hast alles Werte um die 20 herum. Das heißt, also 10% machen hier eben 2 Punkte aus. Du hättest zweimal 2 Gaspunkte mehr, du hättest 2 Revanchepunkte mehr, du hättest zweimal Blutsauger mehr, du hättest 2 Angriffspunkte mehr. Und hier unten eben nochmal 10% bei den Lebenspunkten. Das heißt, hier ist zum Beispiel hätte man dann 70 Leben. Ja. Die ist echt mega. Wir gucken jetzt mal in die. Da wird es mir wahrscheinlich jetzt gleich ganz übel werden, wenn ich jetzt die Mythic-Version mir davon anschaue. Ja, gut. Wenn die nicht gemaxt ist, dann. Ist jetzt auch nicht so viel. Oh ja, hier mit natürlich Heatpacking Priest ist natürlich mega krank. Alter, das Ding, das geht dann ab, ne? Ja, und weil die halt so stark ist, machen wir mal wieder Folgendes. Wir kaufen uns da wenigstens mal für 1000 eine. Ich kann die zwar aktuell nur mit ein oder zwei Kombos machen. Aber diese zwei Kombos lohnen sich auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch die One-Eye-Bean-Machine. Und auch die schauen wir uns jetzt mal an. Könnte unter Umständen sein, dass ich mir gleich noch die zweite gönne. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier ist. Also, wir gehen gleich runter zur Mythic-Version. Und da haben wir aber nur die Blurns Ball. Aber, und jetzt sieht man schon gleich, worauf ich hinaus will. Ja, das Ding hat 49 Angriff im First Hit. Sonst hat das nicht viel, ja, aber 49 Angriff im First Hit. So. Und wenn wir da jetzt nochmal 2, also 10% draufrechnen, dann hättest du 27 Angriff, eventuell 28, also Punch, plus 26 Angriff. So, und jetzt rechnen wir. 26 Angriff und 27 Punch. Hier sind wir schon in Mythic Louise Nähe. 53 Schadenspunkte im First Hit. Ja, da muss ich eines sagen. Auch die ist gekauft. Bam! So. Auch wenn es nur eine einzige Kombo ist, die 1000 Steine kann man dafür mal ausgeben. Wenn ihr das Ding, wenn das Ding rauskommt, ja, und du machst über 50 Schaden damit im First Hit, dann kriegst du schon fast alles klein. Also, das ist schon mega, mega, mega effektiv. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.